Hallo, da ist er wieder, der Mr. Magbrand. Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt, weil ich hatte kein Internet, weil wir umgezogen sind. Und meine Lage. So. Aber die letzte Meldung noch, keine Sorge. Also ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich erstmal wieder eingewöhnen. Ja. Na, dann machen wir mal weiter. Ach übrigens, ich habe ja. Ich hatte dieses. Es ist hoffnungslos! Ja. Diese. Ach übrigens, so. Ich hatte, ihr wisst schon, das Video mit den Zwischensegments hatte ich nicht hochgeladen, weil ich es einfach vergessen hatte. Und das Video danach, das habe ich vergessen zu schneiden, deshalb hatte ich das auch noch nicht hochgeladen. Aber jetzt geht's wieder richtig weiter. Eigentlich spiele ich das hier gerade nur bei Minecraft. Ach ja, übrigens, ich werde ein Minecraft-Display starten. Wahrscheinlich neben diesem. So, und jetzt, ich glaube, zum dritten Mal sprechen wir mit dem Himmel sei Dank, dass ihr hier seid. Oh, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Sie umbringen, Vollidiot. Wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Kämpft bis zum letzten Atemzug, Männer! Ich hätte sogar noch vor dem ersten Atemzug. Aufzug bewegt sich wieder. Haltet aus, Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Dämon, macht euch bereit, Männer. Das war ja einfach. Ich glaube, ich kann Hydra ersetzen, weil ich brauche ihn. So, dann geht's mal weiter, aber die Närrin, die meinen Bruder Belial getötet hat, versucht nun, den Soldaten der belagerten Bastion beizustehen. Ist ein Mädchen, das unser aller Untergang sein könnte. Doch ich bin nicht Belial. Er war schwach und verbarg sich hinter seinen Illusionen, die ihm natürlich nichts genutzt haben. Wir werden unseren Sieg durch Blutvergießen erlangen. Das, also, Blutvergießen gecheckt. Seht ihr, das hier ist tolles Blut. Damit kann man nicht extrem stark. Also, ganz schön gut, zum Beispiel ein Boss. Also, ein Boss war über die Lage. Wäre das wahrscheinlich gut gewesen. Ich kann so nicht sterben. Du wirst doch nicht so sterben. Rettet euch selbst. Wieso? Wieso keine Monster? Der ist ja blöde.
Der Köcher ist scheiße. Mensch, ey. Die kennen nicht Scheiße, die kennen nur Scheiß. Ist Blizzard wirklich so dumm? Ja, bitte seht ihr sofort tot. Funktioniert. Ah ja, ich weiß, das ist über die Stelle, wo wir das Spiel abgestellt haben. Oh, mach die Truhe auf, mach die Truhe auf, mach die Truhe auf. Mal laufen. Ihr müsst derjenige sein, der die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben! Haben wir schon Go gesehen? Wenn nicht, dann wäre ich bei Go. Weil ich hab's noch nicht gespielt, ich weiß nicht mehr. Exzellent! Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen! Mach ich. Aber ich sehe. Das ist nicht bereit.
hier so eine Schere. Ich glaube, ich bin ein bisschen leise. Ich habe mir so gleich Kappler auf meine Finger gemacht. Eigentlich hatte ich mein Shortcut gemacht, aber dann habe ich aufgehört, weil ich zu viel gecheatet habe. Und das ewig gucken habe. Wir haben es geschafft. Das Katapult ist in Stellung gebracht. Sie werden es noch bereuen, jemals Ihre hässlichen Fratzen in der Bastion gezeigt zu haben. Echt jetzt, ich hab's geschafft. Sprungschlag ist wirklich besser. Ich hab's begriffen, keine Sorge. Machen diese Ringe. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Schnell! Weg hier! Wartet auf mich. Aufbruch bereit. Seid ihr bereit zu sterben? Ja, seid ihr bereit zu sterben, denn das werdet ihr gleich. Oh, die da, ja? Ihr werdet sterben! Späher berichten, dass jeden Augenblick mehr dieser verdammten dämonischen Höllenbringer hier eintreffen werden. Die Soldaten müssen geschützt werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Kein Problem. In Stellung gebracht. Wir werden sie im Handumdrehen in die Flucht schlagen. Ich
Ja, weil ich habe halt den Stapel normal und ich habe keine Ahnung, wie das geht für dich. Lass sie mich nicht finden. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken. Ihr seid kein Feigling. Wer seid ihr? Aber er ist mit ihrer Beziehung der Fall. Das ist dieser Fall, ich hab den Fall voll. Ich warte auf immer den Eingang zu Spurschau. Schreib die der gerade ist er gestorben. Schnell! Gleich haben wir die Katapulte hochgezogen. Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Mach ich. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich das alleine machen lasst. Mach ich doch gerade. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Okay. Ja, dann wisst ihr was? Ich werde für euch das Ganze aufnehmen. Jetzt müsste gleich 15 Minuten vorbei sein. Dann werde ich ausnahmsweise ein bisschen länger. Wenn ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen in die Tiefen eurer Bastion eindringen. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Aha. Ich glaube das ja nicht so sehr. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung... Ich liebe das Gefühl, einen wertvollen Gegenstand zu finden, der seit Jahren vergraben gewesen ist. Großartig! So.
Ich bringe Nachricht vom König der Westmark. Hat er zugestimmt, uns Verstärkung zu schicken? Mein Herr sagt, er wird keine lebenden Männer in den Kampf gegen imaginäre Dämonenfürsten schicken. Vielleicht wird er es glauben, wenn sein Königreich in Schutt und Asche liegt. Also, tja, ich hoffe, der wird uns da glauben. Was müssen wir jetzt machen? Zweite Ebene, Bastion Thief. Wisst ihr was, das machen wir nächstes Mal. Ich gehe erstmal kurz ins Menü. Und wechsle den Charakter, dann komme ich zu dem... Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß der? Kuruba. Also, Spiel fort. Erstmal... Optionshaus. Ach, schade. Also, Questauswahl normal. Ja, ich habe halt ein paar andere. Quest auswählen, okay. Spiel starten. So. Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. So, jetzt habe ich... Ich habe gehört, dass all die Leute, die gegangen sind... Komm. Ein neues Mitglied ist zu meiner Gruppe gestoßen. Meine Feinde werden stärker. Ja, ich bin ja ein Let's Player. Aua. Cool. Oh ja, genau. Die Ruinen von Altristan. Oh, was ich alles habe. Diablos Schatten schwebt noch immer über diesem Ort. Das ist eine Belebung. Ich habe übrigens jetzt eine neue Maus. Ich bin bereit. Ich zeige euch mal wieder den Klaue Keller. Lea, haben diese Kreaturen den Schatz gestohlen? Ich bin zwar noch nicht Level 60, aber ich bin ein hoher Level. Daran denke, dass ich früher Angst vor Adria hatte. Sie wird mich bald mit nach Caldeum nehmen. Caldeum! Ich hätte nie gedacht, dass ich es mit eigenen Augen sehen würde. Ich bedauere, dass ich Ogden und seine Frau verlassen muss. Doch Adria versichert mir, dass sie ein Heilmittel für meine Albträume finden wird. So, dann... Wir sehen, dass ihr den Gegenstand dabei habt.
Wir sind äußerst erfreut. Moment mal. Ihr seid eine Kuh? Was im Namen von Bulkatos habe ich im Leben bloß falsch gemacht? Und ihr seid ein stinkender Fleischsack ohne Fell. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Albernheiten. Der Level voller glitzernder Glückseligkeit und Regenbögen erwartet euch. Ihr meint den Kuh-Level? Nein, es gibt keinen Kuh-Level. Und jetzt Entschuldigung, munter weiter mit euch. Tut mir leid, ich hatte Schluck auf. Ich bin bereit. Nicht genug Geisteskraft. Im Land der Killer-Einhörner. Ich war hier schon öfters. Wenn einer weiß... Sieht das nicht schön aus? Bin wieder da. Gold. Ja, also, ich hoffe, das geht jetzt besser. Hier ist es super zum Gold. Ja. Ja, da habe ich auch... Was? Ich hätte doch letztes Mal auch gesehen. Ich glaube, 100. Mensch, ich laufe im Kreis. Also ich wette, ich werde dieses Level, diese Folge da Body Level 2. Katapulte hochziehen und Body Level 2. Oder so was. Mann gewöhnt sich dran. Nein, ich bin nicht immer eine Frau. Ich fand nur, dass der Mönch als Frau besser aussieht. Weil als Frau hat er wenigstens Haare. Übrigens, guck mal. Oh. Nee, schade, funktioniert nicht. Hey, cool, wenn ich Zug drücke. Glaube ich. Ja.
Also, ich habe hier eine neue Maus. Die 70 Euro. Super Maus. Lässt euch im Stich. Das ist so eine tolle Maus. Oh, das fühlt sich so richtig an. Ihr könnt die nehmen und in die Hand nehmen und dann eure Hand verheddern halten und locker lassen. Und halt runter. Das ist wirklich, oh, das ist so toll. Und damit kann man auch ganz leicht Programm wechseln. Und das mache ich jetzt bei Diablo natürlich nicht. Spiele weiter. Gold. Schon 3000. Ist da gewesen. Ich will immer überall sein, denn es kann sein, dass hier eine Pinata hängt. Und eine Pinata ist eine Schatz. Eine prächtige. Sag ich jetzt mal so. Eine prächtige Schatzkiste im Regen. Das war ein guter Treffer. Lalala. Oh. Oh, und immerhin ist das gleich aufgehört. Er schleicht euch nicht, wenn gleich ein Wecker piept. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh, du musst gleich piepen. Warte, ich guck mal kurz. Nein, er müsste nicht piepen, denn ich habe vergessen, den Wecker anzustellen. Super. Super intelligent. Ich muss gleich noch mit meiner Mutter in die Wahl streichen. Wir haben heute so einen Grundsatz gemacht, aber nur für mein Zimmer. Ja, da braucht man einen ganzen Tag für. Also jetzt nicht den ganzen Tag, sicher. Oh, eine Glückswolke. Party Level. Ich bin jetzt bei Grog weil er gar keine Ahnung davon hat. Grog ist zwar ein guter Let's Player, aber der hat meistens keine Ahnung von dem Spiel. Gar keine. Wie bei Minecraft. Na gut, da hatte ich schon ein bisschen mehr an. Leer. Was? Eins. Du. Mit. Leer. Kapier ich nicht. Warum schreibt der Leer? Warum schreibt der Leer? Das hört sich so an wie. Lehrer! Lehrer? Lehrer? Am Lehrersten. Hier noch nicht. Komm. Auch tot. Jetzt. Ich meine für
Dreistufige. Mal sehen. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kann ich dir die beiden Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren können. Es steht geschrieben. Ein Feuer wird eine Furche in den Himmel schlagen. Und das soll euch ein Zeichen sein, dass das Ende gekommen ist. Cool, jetzt habe ich was für meine Zauberwaren. Baby. THX, ich glaube Fax. Weiß ich, Fax, glaube ich. Ich weiß nicht, was THX heißt, aber ich glaube danke. Schreib mal in die Kommentare. Ein Mitglied der Gruppe ist fort. Meine Gegner werden etwas schwächer. So, und jetzt. Oh, shit. Also, tschüss. Bis dahin, bis. Oh Gott, kurz den Helden wechseln. Helden aussehen. So, bis dahin, bis zum nächsten Gewinn. Ciao.